Hi Leute, willkommen zurück zu Risen. Ich drück auf den Knöpf. Die Tür hier geht auf. Ja, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Und weiter geht's. Die wilde Fahrt hier. Mit 17 Goldmünzen an Bord. Also Leute, wir machen hier wieder Geld. Guck mal, 594 Goldstücke haben wir jetzt schon wieder durch unsere Scavenger-Touren hier. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Junge, die Tür, die kannst du doch so kaputt machen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ach, schade. Naja, wie auch immer. Das hält uns jetzt nicht so stark von unserem Ziel ab. Ich denke aber mal, dass unsere nächste Ausgaben in Richtung goldene Schalen gehen wird. Die brauchen wir definitiv. Und da wir vermutlich nicht einfach da reingehen und ihm einen hauen können. Warum eigentlich nicht? Du das Ding wieder weg. Ja. Na, warte. Weil er unverwundbar ist. Ja, gut. Okay. Damit habt ihr diese Antwort auch. Schade. Also ich fände es ja cool, wenn man den wenigstens eine hauen könnte, aber die nicht umbringen könnte. Also man kann die schon bewusstlos schlagen. Das wäre gut. Obwohl, dann würde ich mich, glaube ich, auch ärgern. Hier. Hier ist dein Gold. Sag mir, wo du deine Goldschale versteckt hast. Okay, hör zu. Ich wusste, dass die Weißen mich schon länger beobachtet hatten. Also habe ich die Goldschale noch schnell im Leuchtturm am Hafen versteckt, bevor sie mich aufgegriffen haben. Ich habe sie einfach oben ins Holzgebälk geworfen. Ich fürchte, man wird einen Telekinese-Zauber brauchen, um sie zu kriegen. Naja, aber das ist ja jetzt nicht mehr mein Problem. Okay. Dann frage ich mich ja jetzt mal, wo ich einen Telekinese-Zauber herkriege. Gab es hier irgendjemanden, der Zaubermaterialien verkauft hat? Ich glaube, dieser Alchemist da. Der ist der Einzige, an den ich mich erinnern konnte, der irgendwas mit Zauberei am Hut hatte. Naja, jetzt sehen wir aber mal, machen wir Probe auf Exempel, ob das immer noch klappt. Kann ja sein, dass sie erst, wenn ich mit ihm geredet habe, diese Schale dann da wirklich hinmachen. Ach, guck mal einer an. Ich bin ja jetzt hier unbeobachtet. Ach, und nochmal. Und nochmal von vorne. Na, rechts, links, rechts, links. Oh, vorne. Natürlich nicht. Rechts, links, rechts, links, links, ja, rechts. Jawohl. Alles mitnehmen. 144 Euro. Stärke plus 5 dauerhaft. Sag mal. Und er interessiert sich nicht dafür. Die kleine Kräuterkunde? Interessant. Das ist doch so gut. Jetzt habe ich wieder mehr... Oh, jetzt habe ich hier mehr Power. Ich gehe einfach mal hier rein. So. Solange ich schleiche, stört das ja hier niemanden. Offenbar. Und hier auch nochmal 67. Und Tränke und alles. Und es interessiert ihn nicht. Ich gehe jetzt auch mal nach... Oh, nee, nach oben. Suchst du was? Suchst du was? Hast du schon was gefunden? Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, hast du auch. Hallo. Hast du noch Tränke? Ja, er hat nur Tränke. Das ist sehr schade. Lässt mich aber jetzt auch nicht wirklich aus der Ruhe bringen hier. Also, das ist... Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Da gibt es Schlimmeres. So, jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Was ist? Wo ich irgendjemanden finde, der mir Zaubersprüche beibringt. Händler. Händler, Hafenstadt. Waren, Waffen, Jack, dies und das, Dietrichen, Fleisch, Jagdbedarf, Trophäen. Das ist alles jetzt nicht so wirklich systematisch, ne? Du machst das schon. Ja, okay. Wiesel ist auf der Suche nach ein paar Krautpaketen. Kraut, hä? Na, das hört sich doch gut an. Diese Pakete sind genau der Beweis, den ich brauche. Mhm. Na gut. Dann holen wir uns die später irgendwann nochmal. Obwohl, ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um hier so einen Deal über... Ich bin bereit, Gary zu verfolgen. Gut. Gary geht jetzt los. Lass ihn. Gib ihm ein wenig Vorsprung.
Dann folge ihm, aber mit genügend Abstand. Aber verlieh ihn nicht aus den Augen. Wenn irgendwas schief geht, kommst du wieder zurück. Wer ist eigentlich Gary? Bist du Gary? Hallo! Hey, was machst du? Folgst du mir etwa? Was, ich? Wieso sollte ich? Hast du etwas zu verbergen? Nein, nein, ich wollte nur was trinken gehen. Nee. Okay, so geht das natürlich nicht. Na gut, dann müssen wir das alles ein bisschen suffisanter, geschickter, etwas besser machen. Wir können ja schleichen. Und ich lass ihn nicht aus den Augen. Er wird wahrscheinlich... Hey, du! Was schleichst du da rum? Junge, ehrlich jetzt. So, ich verstecke mich jetzt hier im Busch. Splinter Cell, Motherfucker! Der sieht wirklich auch so ein bisschen wie so ein Sam Fisher-Verschnitt aus hier, unser Glatzkopf, ne? Ich war heute auch beim Friseur, war schön. Spaß gemacht. Endlich mal wieder die Mähne runter. Das ist gut. Ich mag ja Friseure eigentlich nicht so gerne, aber die waren sehr schweigsam. Das fand ich gut. Und jetzt mit der Armbrust einfach hier schießen. Lululu. Na, was läuft? Ich bin gar nicht nervös, weil ich hier auf einer Bestattungs... Na, Süße? Wie wär's mit uns beiden? Bestattungsmission. Ich biete dir Stunden der Lust, die du nie vergessen wirst. Jetzt nicht. Komm schon. Sehen sich deine Muskeln nicht nach einem warmen Körper? Welchen Teil von jetzt nicht hast du nicht verstanden, Süße? Ist ja schon gut. Dann halt nicht. So, jetzt habe ich ihn natürlich verloren. Das war gescriptet. Aber da hinten ist ja Gary. Hoffe ich zumindest. Warte mal. Die Waffe weg! Ja, ist sofort. Gary. Kluges Kerlchen. Ja, ich wollte nur mal gucken, wer das ist. Vielleicht hätte ich die Dirne einfach mal wegbürsten sollen. Einfach mal so. Oh Gott, jetzt sehe ich wieder nichts. Ah. Und hier er. Was passiert, wenn ich da jetzt einfach hingehe? Moin, Leute! Na, alles fit bei euch? Oh Mist. Was willst du hier? Bist du mir etwa gefolgt? Das war nicht besonders schwierig. Hey, Penner. Schön, du hast deinen Spaß mit Gary gehabt, aber jetzt hast du genug gespielt. Jetzt ist es Zeit für dich zu verschwinden. Vergiss es. Du rückst jetzt die Pakete raus. Hey! Du bist gerade im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Das glaube ich nicht. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Gary, jetzt kannst du was gut machen. Wir werden diesen Mistkerl das Maul stopfen. Für immer. Zeit für eine kleine Lektion. Was schon Lektion. Sehr nett ist. Mach schon! Ich habe nämlich noch nicht wieder Lebensenergie regeneriert. Ja. Aber Gary kriege ich auch so hin. Nee, kriege ich nicht. Kacke. Das ist sehr ungut gelaufen. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt einen Heiltrank. Und zwar auf der Stelle. Und erstmal laden. Na. Und Käse geht auch. Wie wär's denn mit so einem kleinen Heiltrank hier? Jo, genau. Ah, das sollte reichen. Na? Oh Mist, bist das... Hey, schön, doch. Jetzt... Fuck. Hey, das glaube ich. Dann... Wir werden Zeit für okay, eine los kleine geht's. Ah, ich möchte nicht mit euch reden. Ich möchte eigentlich einfach nur auf die Fresse hauen. 2-1 ist natürlich etwas feige. Ja. Aber Gary ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Also vom Fighting Skill her kann das schon. Okay, jetzt kommt Cutter. Cutter ist natürlich derjenige, der hier einem das Fighten beibringen kann. Dementsprechend ist er gar nicht mal so schlecht drauf, der junge Mann. Beziehungsweise er ist auf Kampf erprobt. Jetzt mach doch was!
Und ich habe Gary leider nicht finalisieren können. Aber wer weiß, vielleicht muss ich das ja gar nicht. Und jetzt kommt der Tanz der tausend Schlangen. Der Wolkenbruch des toten Nilpferds. Das mit einem Nilpferd tanzende Krokodil aus Phantasia. Das ist mein Finisher. Ah, nee! Das kann doch nicht wahr sein. Aber er hat ja auch einen viel größeren Schild als ich, ne? Das wollen wir mal sagen. Und wenn er sich dahinter versteckt, wie so ein Dalmatiner, muss ich halt drumrum springen. Na gut, esse ich halt noch einen Käse. Oder ein Fleisch hier. Und jetzt. Junge! Von Salat schrumpfte Bizeps. Und jetzt geht's nochmal zur Sache. Oh Mist. Oh Mist, ich habe... Nee. Hey! Ich find's aber nett, dass Gary hinterher zumindest nicht mehr weiterkämpft. Oh Gott. Jetzt tatsächlich gegen zwei Leute ist schon gefährlich. Ich hätte eigentlich gerne zwei Garys. Oh Junge! Nicht in der Mitte zwischen zwei... Nein! Ah! Okay, jetzt Cutter. Okay, das war ein guter Treffer. Was soll das denn schon wieder? Wenn er sich hier hinter so seinem Schild verschanzt, dann habe ich hier keine Chance. Und zwei gegen einen ist sowieso ein bisschen feige. Vielleicht muss ich da ein bisschen anders kämpfen. Ja, hin und her springen. Und vor allen Dingen nicht dämlich zwischen beide Leute. Aber wenn Gary aus dem Weg springt und ich dann so gesehen zwischen beiden von den beiden ähnlich sie stehe, dann wird's ärgerlich. So, ich kann ja jetzt schon ein Schwert ziehen. Mein Vorteil. Steck das Ding weg! Guck mal, er hat sogar noch einen Joint in der Hand hier. Wir Zeit für eine kleine Lektion. Tu mal nicht so, als wenn wir hier nichts am Stecken hättest, Gary. Ja. Okay, Gary müsste jetzt... Los doch! Oh, das war doch wohl ein Treffer. Ja. Es müsste ja eigentlich... so eine Attacke geben, dass ich nach vorne springe und dann einen Angriff mache. Aber ich glaube, das lerne ich erst bei der nächsten Stufe Schwertkampf. Oh ja, jetzt kommt Cutter nämlich. Und da habe ich schon die Hälfte der Lebensenergie weg. Und er ist viel stärker als sein inkontinenter Kollege hier. Oh, guck mal hier. Ja, es könnte diesmal was werden. Jetzt mach doch was. Jetzt mach doch was, ja, Witzbold, ey. Aber das fürs Timing muss man auch manchmal hell sehen können hier. Ja, seht euch das an. Wenn er aus der Parade kommt, dann schlägt er halt schneller als ich. Das ist... Wie geht das? Wie kann ich das machen? Gibt das da so einen wirklichen Moment, der dann so eine Riposte macht oder sowas? Keine Ahnung. So, hallo, ich bin's wieder. Guck dir nicht so deinen Wein an, sondern hier, ich schenk dir jetzt erstmal rein Wein ein. Mir wird Zeit für eine kleine Lektion. Mir wird's. Oh, guck mal, wie er wieder zurückschneckt, ey. Jetzt, kleiner Feigling. Hier. Zwei Treffer. Okay, damit ist er weg. Cutter braucht eine ganze Menge mehr. Okay. Das dürfte es jetzt ein bisschen langsamer werden. Oh Gott. Genau das meine ich. Ihr habt ja gerade gesehen. Der Grieche da beim Café Athen. Das gibt noch Ärger. Das gibt richtig. Das gibt gar keinen Ärger. Hier. So. Ich will jetzt die Wahrheit hören. Carter ist schuld. Er wollte, dass ich etwas von dem Kraut zur Seite schaffe und an ihn verkaufe. Was hast du dafür gekriegt? Fleisch und etwas Gold. Aber das war nicht viel und ich habe auch nichts mehr. Bitte sag's nicht Carlos. Ich will nicht in die Vulkanfestung. Ich werd's auch nie wieder tun.
Hau schon ab. Oh, danke. Raus mit dir. Was ist los? So, jetzt fang an zu reden. Hey, ich wollte Don Esteban nicht ans Bein pinkeln. Aber genau das hast du getan. Du hast sein Kraut geklaut. Du hast Don Esteban ans Bein gepinkelt. Aber ich hatte nicht vor, das Zeug in der Stadt zu verkaufen. Sondern? Ich wollte es in der Vulkanfestung verkaufen. Die Rekruten in der Festung sind doch alles Verbrecher. Das sind doch alles Krautraucher. Und weiter? Und die haben doch das Gold aus den Ruinen. Die sind doch alle reich. Wer steckt alles mit drin? Nur ich. Und das soll ich glauben? Glaub doch, was du willst. Für mich ist es eh gelaufen. Das stimmt. Und da wir noch einen anderen Kampflehrer hier zur Verfügung haben, sind wir auch nicht auf ihn angewiesen. Wollte ich mal gucken, ob ich jetzt hier noch die Seemannskiste knacken kann. Für 57 Gold kann man das doch mal machen. Und keiner hat's gemerkt. Probleme haben wir alle. Was für Probleme? Reiselust. Dann sehen wir mal. Da haben wir wieder eine ganze Menge geschafft heute. Ich habe das Gefühl, wir sind schon seit 20 Parts in dieser Stadt. Kann das sein? Das kommt sogar beinahe ganz gut hin, ne? Also, sagen wir mal 15. Es werden bestimmt insgesamt 20 Parts, mindestens. Naja, aber wir haben auch viel hingekriegt. Nein, jetzt nicht. Ja, doch, haben wir. So, jetzt gehen wir nochmal zu der Dirne und lassen uns mal richtig einpusten hier. Ja? Ja? Ich weiß. Es gibt gerade nichts Neues. Schade. Und das, jetzt geht's nämlich nicht mehr. Jetzt ist das nämlich wieder vorbei. Tja, wenn der Tag gelaufen ist. Gut, dann würde ich jetzt sagen, heute machen wir nochmal eben die Abgabe. Zeig mir die Grundlagen der Alchemie. Ich weiß nicht, ob ich ihn einfach ans Messer liefern soll. Denn die Grundlagen der Alchemie kriege ich sonst von niemandem gerade wirklich beigebracht. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich einfach mal... Diese Pakete dürften dich interessieren. Was ist denn? Junge, Junge, das nenne ich eine Menge Kraut. Das Zeug gehört Wiesel. Du wolltest doch einen Beweis haben. Ich denke, das sollte genügen. Ja, das ist mehr als ausreichend. Jetzt haben wir ihn in der Hand. Und jetzt? Willst du ihn in die Festung schmeißen? Das würde ich nur zu gerne tun. Aber Wiesel gehört nicht zu den Typen, die sich einfach so rekrutieren lassen. Nein, mir reicht es schon, wenn er die Stadt verlässt. Soll er doch zurück in den Sumpf kriechen. Nun, du hast die Beweise beschafft, also überlasse ich diese Angelegenheit dir. Was ist? Also muss ich jetzt nochmal zu ihm gehen und ihm sagen, dass ich ihn ausgeliefert habe? Hier, das ist für deine rechtsrassistischen Kommentare. Deine Pakete sind bei Marcello. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich meinte, bring die Pakete nicht zu Marcello. Verlasse die Stadt oder ich werde dich töten. Hey, Kleiner. Pass auf, was du sagst. Ich werde die Stadt verlassen. Aber nicht, weil ich den Kampf gegen dich fürchte. Es ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort für einen Kampf auf Leben und Tod. Aber wer weiß, möglicherweise läufst du mir später nochmal über den Weg. Oh, soll das eine Drohung sein?